Buibu, das Schlossgespenst. Spuken, bis die Zähne klappern. Huibu! Oh Gott. So, da bin ich wieder. Neues Spiel. Nachdem jetzt Captain Blaue vorbei ist und Wilde Kerle ein ziemlicher Schmarren ist, meiner Meinung nach, spielen wir jetzt ein Spiel, das ich gerade da hinten im Eck irgendwo gefunden habe, auf dem Fußboden. Lag da mal so ganz allein rum. Und nämlich, wer kennt's, ich denke mal schon einige, Huibu, das Schlossgespenst, ein Film vom Bully Herbig. Ja, und davon gibt es auch ein Computerspiel, das wurde mir natürlich früher, wie ich klein war, ein Kind war oder so, keine Ahnung, wie man das sagt. Ja, passt schon, verdammt. Habe ich mir halt gekauft und ja, das spiele ich jetzt nochmal. Das sind meine Spielstellen noch da wahrscheinlich. Oh, wow, das ist ja alles so schön bunt hier. Ja. Ich habe keine Hobbys, los geht's. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Natürlich bin ich ein Gespenst. Das einzig behördlich zugelassene Gespenst auf Schloss. Huibu, musst du mich immer unterbrechen. Du bringst mich ganz durcheinander. Entschuldigung, ich darf doch noch sagen, dass... Nun, das glaube ich so verpeilt wie ich. Ach ja, Huibu ist ein Gespenst. Aber das war nicht immer so. Noch vor 500 Jahren ritt er als Ritter Balduin durch die grünen Auen Luxensteins und erlebte viele Abenteuer. Seine Abende verbrachte er des Öfteren auf Schloss Burgeck bei einem gemütlichen Kartenspiel, was ja im Grunde nicht schändlich gewesen wäre. Wenn, ja, wenn ihn nicht der Übermut gepackt hätte. In einer gewitterumtosten Nacht des Jahres 1399 spielte er mit den finsteren Rittern Ottokar und Adola. Dabei schummelte und betrog er so heftig, dass er erwischt wurde. Wütend verfluchte Ritter Adola ihn. Balduin wurde vom Blitz getroffen und zerfiel zu Staub. Doch er kehrte zurück. Und zwar als Schlossgespenst Huibu. Mit seinem jammervollen Heulen jagte er Adola einen solchen Schrecken ein, dass dieser rücklings aus dem Burgfenster stürzte. Huibu jedoch spukte fortan jede Nacht zur Geisterstunde als das gruseligste Grauen von Schloss Burgeck. Und das bis heute. Nun gibt es keine Ritter- und Pokerabende mehr. Huibu muss das Schloss mit einem einzigen Sterblichen teilen. Seinem Vertrauten, dem alten Kastellan. Bis zu jenem Tag, als unerwartet der rechtmäßige Thronfolger vor den Toren von Schloss Burgeck steht. König Julius der 111. Oder einfach nur 111, wie ihn seine Freunde nennen. Er ist ein netter Kerl, der sein Herz leider der falschen Frau geschenkt hat. Gräfin Leonora zu Etepetete ist eine gemeine, hinterlistige Schlange, die nur eines im Sinn hat, Königin zu werden und die Herrschaft über Schloss Burgeck an sich zu reißen. Nach ihrem Wunsch beordert Julius einen Top-Handwerker auf Schloss Burgeck, der sich überall ausbreitet, um das alte Gemäuer in einen Palast zu verwandeln. Huibu lässt sich das natürlich nicht bieten und beginnt gar fürchterlich zu spuken, um die Handwerker zu vertreiben. Als die Gräfin dies bemerkt, heuert sie zwei Geisterjäger an, die Huibu mit ihren Geisterkanonen fangen und vom Schloss verbannen sollen. Huibu jedoch bleibt hartnäckig und spukt so, wie er seit 500 Jahren nicht gespukt hat. Ob es ihm wohl gelingen wird, der Gräfin Einhalt zu gebieten? Halt? Wo denn halten? Ganz und gar nicht halten, sondern hinfortspuken. Diese Sterblichen sollen aus meinem Schloss verschwinden. Ein für alle Mal. Es ist gleich Mitternacht und die Turmuhr schlägt zur Geisterstunde. Ich darf keine Zeit verlieren. Diese niederträchtige Gräfin und ihre arbeitswütigen Handwerker müssen vertrieben werden. Und die Geisterjäger jagen mir schon mal gar keine Angst ein. So wahr ich Huibu, das Schlossgespenst bin. Huibu! Ja, so viel zur Story. Oh, das dauert. Auf geht's zur Erste Geisterstunde. So, da sind wir im Game schon.
Das hat jetzt länger gedauert, als ich gedacht habe, hatte, das Intro. Aber jetzt sind wir hier im Game, ja. Und ihr seht schon, es ist ein schönes 2D-Spiel. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an und gehe mal rum. Und sammle Münze ein. Okay, da links ist erstmal nichts, weil man sieht es jetzt so, wenn die Kamera aufhört, sich zu bewegen. Ach du Scheiße. Ist da rechts noch was? Ah ja. Alle Münzen sind schon da. Alle Münzen, alle. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie mache ich das? Entweder mit Schiff. Leer wahrscheinlich. Ja, okay, jetzt weiß auch, oder? Das wird ganz genial jetzt gleich. Laut, das ist ja der Wahnsinn. Dreht mal ein bisschen leiser, weil, keine Ahnung. Ich habe jetzt extra meinen Mischpult auch mal ein bisschen weiter aufgedreht. Aber jetzt fangen wir mal an, pass auf. Und jetzt? Ah ja. Ah genau. Ah, das war schon. Ah, Profi! Ah. Sind ja um die 16, glaube ich. Ja, das waren Handwerker, die 16. Ich gerne, ja? Von Schloss Burgeck in die Ferne. Ja, 16 Punkte. 16 Level gibt es, genau. Und die werden halt immer schwieriger. Schwieriger. Oh ja. Da oben haben wir schon mal Dick. Und Doof ist ja auch noch dabei. Was ist denn Doof? Doof ist noch nicht zu sehen. Aber das sind ja die zwei Geisterjäger. Das sind die Schauspieler vom Dick und Doof. Ich versuche auch alles zu bekommen, als alle Münzchen. Das Projekt ist wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer, weil ich mir das nicht zu lang vorstelle. Außer ich verreck die ganze. Wie benutze ich das nochmal? Das Ding da. Und da kann ich irgendwie unsichtbar werden. Ist es Post 1? Nein. Ende? Nein. Nein, nein, nein. Drucken? Nein, nein. Oh. Ah ja, genau. Der macht mich unverwundbar. Jetzt bin ich unbesiegbar. Ja. Hui. Jetzt kann er mich anschießen, wie er möchte. Ich euch das hier. Also, es geht ja nicht, stimmt. Ich bin verwirrt. Da oben. Wir können die ganze Handwerker leider noch nicht töten, weil wir erstmal das Ding hier oben brauchen. Alle Münzen sind schon da. Alle Münzen, alle. So, warte. Zack. Seit ich noch weiß, kann man das so Kombos. Ah, es macht immer so einen Gong, wenn kurz vorbei ist. Ich kann das folgendermaßen machen, wartet mal. Was sind denn der... Okay, es sind bloß zwei Handwerker, okay. Man kann einfach einen erschrecken, so. Und so. Und dann haut's alle weg, die, wo man zusammenläuft. Und das war's schon wieder. Also, das Spiel ist echt kurz, muss ich sagen. Oder wahrscheinlich wird es mal länger. Ich bin reich! Ja. Aber wenigstens ist es nicht so anstrengend wie die wilden Kerle, ganz ehrlich. Tut mir leid für die Leute, die es gefallen hat, aber mich. Entschuldigung. Schneller, schneller, schneller. Geisterstunde. Jetzt wird losgespürt. Der rette Geisterstunde, ey. Das ist schon schwierig. Jetzt haben wir davon schon so ein Portal. Ich glaube, man mit Pythons nach oben geht man da durch. Aber wir möchten natürlich alles ausrocken hier. Alles ausdingsen. Weil ich weiß, wenn alle Handwerker tot oder verspuckt sind oder keine Ahnung was, dann geht's weiter. Ja. Oh, wie laut das ist, gell? Oh, es ist richtig anstrengend. Aber es ist nicht so schlimm. So, wie komme ich jetzt hier vorbei? Ah, stimmt, da muss man jetzt ganz viel Timing haben. Iva! Oh Gott! Den erschrecken wir gleich mal. Okay, das ging ja nicht. Okay, ich mach das mal. Keine Ahnung. So, hier sind noch zwei Handwerker. Das sind, oh, oh, oh. Ich glaube, das ist die rostige Rasselkette. Kette. So, jetzt haben wir erstmal den da unten weg. Oh! Entschuldigung! Wie schmeckt euch das, ihr mächtigen Geisterjäger? Ah, Gott. Jetzt bin ich unbesiegbar. Was ist jetzt hier doof? Das ist laut. Wartet mal. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen zu leise, oder? Ja, komm. Ja, ich glaube, das reicht für ein Lautstärke her. So. Ich weiß es auch noch nicht, weil ich mir mal wieder so schlau wie ich bin, keinen Aufnahmetest gemacht habe. Ob das jetzt laut genug ist, aber in der nächsten Folge sollte es doch passen. Wird gespuckt. Aber mir ist es gerade so laut. Schneller, schneller, schneller. So. Wir machen jetzt wahrscheinlich 4 Missionen oder so. Jetzt bin ich unbesiegbar. Nichts mehr. Zack. Ja, komm. Das tut mir gleich. Bloß, wie benutzt man das nochmal? Ich möchte das jetzt wissen. Und
Ah ja. Zweimal nach oben drücken. Hallo? Ah ja. Nimm, das war gerade das Dillem aus Ding, Captain Blaubeer, genau. Warte, wir brauchen eine neue Blaubeersuppe. Gib mein Zäpfchen. Entschuldigung, Leute. Zack. Blaubeersuppe, mein Leibgericht. So, dann gehen wir mal auf. Na, Dickerchen, komm her. Was für ein Spaß. Kommt doch her, wenn ihr was wollt, ihr lausigen Amateur. Komm her, bevor die Wirkung alles. Geistig. Oh Gott, ich muss noch die zermünzen. Nein, das fehlt mir eine Münze. Ah, ich hab. Nein. Ach, du Scheiße, es fehlt mir eine Münze. Nein. Ja, ist nicht so schlimm. Machen wir dann auch einfach nochmal. Obwohl, nein. So, meine Freunde. Jetzt werdet ihr euer Spuk. Ach, es gibt irgendein Bonus-Level, das weil ich jetzt nicht weiß. Ich schau mir das dann an. Ich möchte alles vom Spiel zeigen, alles weniger. So. Das hat er schon ziemlich gut gesprochen, da Michael Bulli. Ich glaube, Michael heißt er. Michael Bulli Herbig. Leibgericht. Machen wir folgendermaßen das drauf. Komm her. Ach, ich hab gar keine Kette, verdammt. Meine geliebte rostige Rastkette. Mal gleich nochmal. Zack. Zack. So, so läuft das hier. Hallo, der hat schon wieder. Oh, der ärgert mich jetzt. Das ist aber nicht so schlimm. Dauert es ein bisschen länger. Zack. Daneben. Oh, das ist noch eine Schlüssel. Ja, so geht's auch. Okay. Whee! Hallo. Gib mir mein Money. Money. Oh Gott. Okay, nicht so schlimm. Hat mir sowieso nicht getroffen, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich mich unsichtbar gemacht habe, keine Ahnung. Münzen. Jetzt holen wir erstmal alle Münzen. Ah, nice. Das war die letzte. Okay, genug Münzen. Ist da oben was? Nein. Wie schmeckt euch das, ihr mächtiger Geisterjäger? Er wiederholt sich, seine Platte hängt. Komm her. Nice. Ist immer eine Zeit lang dauert, bis man abgeschlossen hat. Handwerker, die jag ich gerne von Schloss Burgeck in die Ferne. Ja, sind schon gut. Versucht mal meine Rekorde zu brechen, wenn ihr das Spiel wahrscheinlich nicht habt, aber wenn ihr es habt, dann könnt ihr es ja brechen. Gleich geht's los. Oh, jetzt geht's los. Erster Boss, die Gräfin. Ah, oh, das wird so spannend. Ich habe das ehrlich gesagt früher, als Kind habe ich das nie geschafft, weil die einfach so viel Leben hat. Also ich habe immer, bin ein Mario-Spieler, ja. Und bei Mario ist es meistens so, dass der Boss 3 Leben hat und jetzt um die 6 oder so, 8 oder keine Ahnung was. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls jede Menge. So dass ich immer wieder aufgegeben habe, weil ich immer gemeint habe, was ich mache, das bringt nichts. Naja. Jetzt töten wir erstmal die Gräfin. Auf dass sie erledigt sein möge. Nicht wahr? Hennelora zu Etipität. Ah oh Gott, nein! Ja. Wandern. Wie mache ich die nochmal fertig? Aber ich habe ja gesehen, wenn ich getroffen werde, dann kann ich noch ganz schnell leer drücken und dann. Okay. Ich will mein Geld. Bevor ich mein Geld nicht habe. Münzen! Oh verdammt. Hilfe! Keine Chance. Ich will mein Geld. Eins noch. Ach du Scheiße. Warum portet die dich denn? Naja, nicht so schlimm. Komm her. Das war die letzte. Julius wird Augen machen. Ja, der Julius. Stimmt. Lol.
Ach du Scheiße. Ja, also ganz normal bei so einem komplexen Spiel, dass man auf Bugs trifft. das ist jetzt nicht so optimal. Ja, was machen wir jetzt, Hannelore? Zu EPTP-Ding. Komm her. Ja, nice. Kannst du trotzdem noch angreifen. Hui. Ah, da unten ist sie jetzt. Okay. So ganz einfach, ganz ehrlich. Ist ja easy. Oh, da unten ist auch ein... Ah, nein, es hat mich nicht getroffen. Bis jetzt. Ah, da oben. Hui. Hallo. Oh Gott. Ich war einfach ganz ehrlich hier. Komm her. Lol. Lol. Schau, wie viel Leben die hat. Das ist doch krank. Aber dafür ist es auch total einfach. Aber ich meine, der Boss von Mario World ist leichter. Ah ja. Gut geschmuckt. Ja, ich bin halt gut. Ich glaube, die Folge ist gar nicht lang. Vielleicht so 15 Minuten oder 20 Minuten. Keine Ahnung. Ich bin ja, was das Schätzen angeht, immer ziemlich gut dabei. Also jedenfalls bei Captain Blaubeer. Jedenfalls, das war's dann mit Huibu auf. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Mit Huibu das Schlossgespenst, ja. Hoffe, es gefällt euch, weil Anno 2070, ich weiß nicht, ob das... ich habe meine Spielstelle leider verloren. Entweder dann fange ich nochmal von vorne an, wenn ihr das wollt. Oder ich spiele das weiter. Oder ich spiele beides. Ist ja egal. Ich habe genug Zeit. Es sind ja Ferien noch. 2 Tage. Aber dann sind ja nach 6 Wochen wieder Ferien. Weihnachtsferien. Und das ist Zeit ist da. Okay? Ja, tut mir übrigens leid, dass so lange keine Videos gekommen sind, aber... Ja! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Servus.